Es ist unglaublich, dass ich heute da stehe. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, überlegt euch, was ist alles passiert, oder? Ich habe, muss ich so sagen, vor einem guten Monat dürfen ein Konzert gehen von Patent Ochsner. Ihr habt den Song kennt vielleicht. Und ich bin im ersten oder zweiten, sage ich mal, Lied, ist Fischer gekommen. Und ich bin bei dem, manchmal tut der Wache weh, einfach bleiben hängen. Wir sind in den letzten Jahren, ich sage mal, zweimal erwacht. Einerseits bei der Pandemie, die uns überrollt hat, einfach verwutscht hat auf dem linken Fuß, sage ich mal. Und ja, das letzte Mal vor gut zwei Monaten, ihr wisst, was ich meine, den Krieg. Manchmal tut der Wache weh. Es ist genau das, was es auf den Punkt bringt. Und ich möchte mein Referat, das heisst, schlechte Zeiten sind gute Zeiten, für die Scharfstelle auf das, was wirklich zählt, entlang von diesem Bild mit euch ein bisschen durchgehen. Ihr seht hier ein Foto von David Schweizer, ein Fotograf, den ich sehr schätze. Er war unterwegs mit Marcel Schramz, ein Biker von Steffisburg. Seht ihr den Biker da drauf? Ziemlich exponiert, sie haben lange gebraucht, für das Bild zu schiessen. Er kennt jemanden, in welche Richtung wir hier schauen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob da Geografiekenntnisse im Saal sind. Es ist Grimsel richtig vorgekommen. Und das Bild gefällt mir darum besonders so, weil es genau die Zeit, die letzten Jahre auf den Punkt bringt. Es hat Schatten und Licht. Es hat Schatten und Licht und das Licht bricht hier durch. Und auf diesen Weg möchte ich mit euch gehen, indem ich fünf Punkte mit euch anschaue. Der erste hat mit dem Hirsch zu tun. Ich sage dem zuerst, Scharfstellen, Herzsprünge. Herzsprünge wagen für das, wo ich heute bin und wo ich heute stehe. Sie waren nicht planverantwortlich, sondern vielmehr entscheiden, ja oder nein zu sagen zu etwas. Ja oder nein zu meinem beruflichen Werdegang. Ich habe ein Privileg, ich habe immer das machen, was ich gerne mache. Ich habe selber das KV gemacht an dieser Schule, wo ich heute Rektor bin. Das ist ein bisschen komisch, ich weiss, aber es ist so. Und ich finde das super, hat mir gut getan. Ich habe, ich weiss nicht, das ist so Love Stories. Haben wir Love Stories im Saal? Das sind ja ein bisschen Ja- oder Nein-Geschichten, oder? Und mein Schatz ist heute da, das ist mir eine Freude. Ja oder Nein sagen zu dem, wenn man durchs Leben geht. Ja oder Nein sagen, zu einer Familie zu gründen. Ja oder Nein sagen für einen neuen Job. Und ihr kennt es. Das sind für mich alles Herzsprünge. Und Herzsprünge, sagen es mal so, das Leben besteht aus Herzsprüngen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite, den ich mit euch anschauen möchte, oh, jetzt bin ich schon ein bisschen zu schnell gewesen, hat mit so einem Schuh zu tun. Und etwas, was ich irgendwo entdeckt habe in den letzten Jahren, ist schon, es sind die kleinen Dinge, die dem Leben Freude geben. Und die nächsten zwei Punkte haben mit kleinen Dingen zu tun. Und die kleinen Dinge sind kleine Mädchen. Es ist ein bisschen gemein, wenn ich von kleinen Dingen rede. Aber es sind kleine Mädchen, die ich erlebt habe, unterwegs. Und zwar, die Wirtschaftsschule Thun ist im Seefeld. Im Seefeld hat es einen Kindergarten. Und es war letztes Jahr, als ich auf Melobig unterwegs war und plötzlich höre ich so hinter mir so ein Rauschen. Und das Rauschen, also ein Geräusch, es ist ein Rauschen, ich weiß nicht, wie man sagen soll, kennt es von einem Kickboard. Ja? Von einem Kickboard. Dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, schaue ich so hinten und sehe, wie ein Kindergärtnerinnen-Mädchen vom Kindergarten probiert, mich auf dem Velo aufzuholen. Das heisst, jetzt, sie fahren nicht sehr schnell Velo, ich weiss. Aber sie hat Gas gegeben, die hat Gas gegeben. Und dann habe ich gedacht, jetzt bremse ich ein bisschen ab. Und schaust mal, was passiert. Und dann hat sie mich eingeholt und gesagt, leck, bist du schnell unterwegs. Und dann hat sie so rübergeschaut und gesagt, ja, wisst ihr, heute habe ich die grossen Schuhe an. Und ich habe das Hammer gefunden. Und dann habe ich geschaut, sie hat auch wirklich einen Bruder seine Winterstiefel angegeben, dass sie besser angeben kann. Und ich finde das bezaubernd und das ist so etwas, was ich mitgeben möchte, auch für euer Leben, für mein Leben. Zwischen ihnen grosse Schuhe anlegen und ein bisschen Gas geben. Oder?
Das Zweite hat auch wieder mit einer Situation zu tun. Dort, wo ich wohne, ist ein Unterschuhverstuhl in der Nähe. Das Garage haben wir unten, dort in der Nähe von der Schule. Ich habe das Velo aus dem Garage genommen. Dann höre ich das googeln. Links und rechts, respektive etwa drei Girls waren unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, was habt ihr so lustig? Und sie haben mir gesagt, ja, heute gehen wir den Schulweg mal rückwärts. Ich weiß nicht, ob ihr das so vorstellen könnt. Die sind wirklich, nein, ich geschaut, die sind wirklich so rückwärts gelaufen und haben es goldig gehabt. Und ich glaube, das ist auch für mich etwas, wo mir geblieben ist und mir bleibt. Nur wenn man regelmässig, das weiss man aus Studien, wenn man regelmässig neue Erfahrungen macht und dabei noch intensive Gefühle hat, entstehen neue Nervenzellen im Frontalhirn. Bleiben neue Erfahrungen aus, dann sterben sie ab. Und das ist so ein kleines Plädoyer dafür, manchmal etwas anderes zu machen. Komfortzonen auszuweiten. Für mich so ein Bild, ich bleibe gerade bei deinem Sofa, Fabian. Komfortzonen ist so ein Sofa, wo man irgendwo abhockt. Und wenn ihr immer im gleichen Ecken abhockt, dann nützt ihr irgendeinem ein Fischauge nicht mehr. Dann wird es dann irgendwie kleiner, das Sofa. Hingegen, wenn wir zu Viertel Deutsch gesagt, lüpfen zwischen und ein bisschen weitergehen und wieder abhocken, plötzlich wird das Sofa grösser und grösser. Und das verstehe ich damit, andere Wege zu gehen und Komfortzonen entsprechend auszuweiten. Vielleicht könnt ihr ja starten schon mal mit etwas Kleinem. Mal mit der anderen Hang als der, wo ihr sonst gehen, zu eng putzen. Hat das schon jemand mal probiert von euch? Wer? Ja, okay. Ist nicht so einfach, gell? Wenn man muss. Ah, das ist nicht die Idee. Nicht wenn man muss, natürlich, wenn man es verletzt hat, sondern einfach mal bewusst sagen, jetzt putze ich mit der anderen Hand, mit der linken bei der Rechtshänder oder mit der rechten bei der Linkshänder Hand. Der nächste Punkt hat mit etwas zu tun, was ihr unter dem Stuhl habt. Vorne, dort wo ihr hockt, sollte etwas unter angeklebt sein. Nehmt es mal vor. Warum hat es einen Gummi auf einem Bleistift? Was würdet ihr sagen? Ja, genau. Weil wir eigentlich wissen, dass wenn wir etwas machen, immer Fehler machen. Also, da ist der Fehler schon eingedenkt und eingeplant. Und entsprechend ist der Gummi drauf. Und darum finde ich das ein ganz cooles Teil. Fehler machen. Es gibt Berufe, es gibt Umgebungen, wo wir keine Fehler dürfen machen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Es gibt Situationen, wo es das nicht erlaubt. Aber es gibt viel, viel mehr Situationen, wo es möglich wäre, Fehler zu machen. Und darum steht hier auf dem Bleistift, fehlerfreundlich. Ja, fehlerfreundlich. Fehler, das sage ich als Rektor von der Schule, wo doch eigentlich mehr Fehler sucht, weder das, was man gut kann. Das ist auch etwas, was mich in der Bildung manchmal wirklich stört, dass wir nicht mehr auf das fokussieren, was gut ist, sondern immer den Leuten zeigen, eher, was sie nicht gut gemacht haben, was fehlt. Fehler erfordern aber kreative Problemlösungen und eröffnen uns Chancen zum Lernen, zum Wachsen und zum uns zu verändern. Und ich wage zu behaupten, nur wo wir irren, sind wir frei. Und um das Bild noch einmal ein bisschen aufzunehmen, das ihr da vorne seht, ich habe es ein bisschen mit Musik an und einer, den ich sehr schätze, ist der Leonard Cohen, er ist leider auch gestorben. Ihr seht, was er gesungen hat in einem Song von ihm. «There's a crack in everything, that's how the lights get in». Also die Fehler, die vermeintlichen Bruchstellen, auch im Leben, aber auch in einem beruflichen Umfeld, die machen es möglich erst, dass eben Licht reinkommt. Mir gefällt es so stark, wie das Licht dort oben reinbricht. Ich komme schon zu meinem letzten Punkt. Und meinen letzten Punkt möchte ich einleiten mit einem Gedicht von Brecht. Der hat das Gedicht vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen oder gelesen. Vom Bertolt Brecht, wenn ich es könnt gackeln. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. Er hat im Gedicht übrigens gesagt, Vergnügungen. Und
wie soll ich sagen? Ich habe ihm einfach nicht im Brecht etwas anderes darüber geschrieben, aber ich habe ihm darüber geschrieben, alles, was uns ausmacht. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen, das wiedergefundene alte Buch, begeisterte Gesichter. Wie schön war es, oder auch jetzt, eure Gesichter zu sehen. Ich weiss, das hat mir gefällt. Ich kann euch nicht sagen, bei unserer Wirtschaftsschule plötzlich die Gesichter von diesen jungen Leuten wieder zu sehen. Das ist wie ein Zapfen ab. Es war natürlich nicht pandemietechnisch ideal, aber es hat einfach es war wunderschön, die begeisterten Gesichter wieder zu sehen. Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten, die Zeitung, der Hund, die Dialektik, Duschen, Schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, pflanzen, reisen, singen. Und mein letzter Punkt ist da ganz am Schluss. Und das ist mir einfach ein Anliegen, das hier weiterzugeben. Das ist im Prinzip, ihr seht es selber, freundlich sein. Freundlich sein, als letzter Punkt. Freundlich sein, ich habe es ein bisschen illustriert mit einer Symbolik. Ihr seht es nochmal irgendwo. Einfach mal freundlich sein. Einfach mal freundlich sein. Es ist viel Geschirr zerschlagen worden in unserer Gesellschaft. Ich spüre, wie die Leute müde sind. Ich spüre, wie wir manchmal genug haben. Und es ist auch Geschirr zerschlagen worden, das noch nicht geflickt ist. Aber einfach mal freundlich sein, ich glaube, das ist ein wertvolles Lebenselixier. Und ich habe eine Story gelesen in einer Zeitschrift, die mir einfach gefallen hat, wo ich denke, dass ich die hier erzähle. Es ist eine Szene in einem Takeaway-Burgerbude, ich sage jetzt den Namen nicht. Es hatte eine Schlange gehabt. Und der zuvorderst hat einen Entscheid getroffen. Der hat gesagt, so, ich zahle meinen Burger und ich zahle dem dahinter seinen Burger auch noch gerade. Die Reaktion war frappant. Am Schluss haben 226 Personen für die hinter ihnen gezahlt. Und das finde ich sehr speziell, sehr schön. Ich glaube nämlich Freundlichkeit, ich sage auch Liebenswürdigkeit, Güte sind ansteckend. Und darum freundlich sein als letzter Punkt von mir. Ich wünsche mir, dass dir und ich immer wieder Herzsprünge wagen können, zwischendurch grosse Schuhe anlegen und so richtig Gas geben, egal wo und wie. Wege anders gehen, Komfortzone ausweiten, denken an das Sofa, denken bitte, wenn ihr nichts mitnehmen von heute Abend, einfach an das Zähneputzen denken. Fehlerfreundlich sein, Familie und Job. Und ich habe angefangen mit dem Bühne Huber. Und wer Patent kennt, der weiss, wie sie aufhören. Was sagt der Bühne immer am Schluss von jedem Konzert? Lass dir nichts gefallen. Können wir es zusammen sagen? Nie, nie, nie. Und ich höre nicht so auf. Obwohl ich das auch gut finde. Ich höre auf mit Zeit freundlich zueinander. Merci vielmals fürs Zuhören.